Angelika Engberg arbeitet seit ihrem 18. Lebensjahr professionell mit Pferden. Die diplomierte Sozialpädagogin lernte 1987 Sally Swift kennen, die Begründerin des Centered Riding, und kam hier das erste Mal mit den Prinzipien des Reitens aus der Körpermitte in Kontakt. Im Laufe der kommenden Jahre durchlief sie alle Qualifikationen und hat seit 2008 den höchsten Grad im Centered Riding erreicht, den Level 4, den weltweit zurzeit nur 18 Instruktoren innehaben. In Deutschland ist Angelika Engberg die Einzige. Darüber hinaus ist sie nach Linda Tellington-Jones T-Team Practitioner. Sie nutzt ihre Kenntnisse nicht nur für die Ausbildung von Pferd und Reiter in ihren Kursen, sondern bildet ebenfalls Centered Riding Lehrer aus. Auf dieser DVD möchte ich Ihnen die Idee des Centered Riding näher bringen. Centered Riding ist keine neue Methode, sondern die Annäherung an die Prinzipien der klassischen Reitlehre durch Vergleich vorher-nachher und ist somit spürbar erfahrbar. Centered Riding ist die Übersetzung des Was ins Wie und schult die eigene Körperwahrnehmung mit Hilfe der vier Basics. Und diese möchte ich Ihnen jetzt näher bringen. Fangen wir doch gleich mit dem Thema Balance an. Und dazu möchte ich Ihnen meine Assistentin Birgit vorstellen. Birgit, nimm einmal den einen Fuß zurück, stelle ich auf beide Füße. Machen Sie das zu Hause ruhig auch. Stellen Sie sich bitte hin. Beide Füße nebeneinander, schulterbreit. Ihre Knie sind leicht angewinkelt, also ein bisschen weich. Und jetzt dürfen Sie einmal aus dem Fußgelenk nach vorne sich bewegen, dass Ihr Gewicht auf die Zehen kommt, ohne dass die Hacke den Boden verlässt. Und jetzt vibrieren Sie einmal mit Ihren Beinen. Es ist schwierig. Jetzt gehen Sie aus den Fußgelenken nach hinten, legen Sie Ihr Gewicht nach hinten. Vibrieren Sie mit Ihren Beinen, schwierig. Jetzt suchen Sie aus dem Vorwärts- und Rückwärtsbewegen die Mitte, dass keine Spannung mehr in Ihnen ist, Sie in Balance stehen. Und dann vibrieren Sie mit Ihren Beinen und es ist völlig leicht und einfach. Und um das auf das Pferd zu übertragen, zeige ich Ihnen das einmal auf einem Stuhl. Das ist Hermine und Hermine wird uns zeigen, wo unsere Sitzbeinhöcker überhaupt sind. Sie sehen hier unser Becken und hier unten drunter diese beiden Kufen, das sind die Sitzbeinhöcker. Und wir möchten uns nachher so platzieren, dass wir auf der Mitte dieser Kufen sitzen. Dazu, wenn wir jetzt unsere Sitzbeinhöcker deutlich fühlen auf dem Hocker, die Beine haben wir schön schulterbreit im rechten Winkel vor uns. Suchen wir unsere Hüftgelenke, die können wir ungefähr hier ertasten, hier innen drin sind sie. Dann pendeln wir mit dem Oberkörper aus den Hüftgelenken nach vorne. Jetzt schauen die Sitzbeinhöcker nach hinten. Jetzt bewegen sie sich nach hinten. Die Sitzbeinhöcker bewegen sich deutlich nach vorne. Es darf keine Spannung auftreten, es soll auch nirgends wehtun. Jetzt machen Sie die Bewegung ein bisschen kleiner. Und Sie spüren deutlich, wie Sie über die Sitzbeinhöcker, über die Kufen hinüberrollen. Ist ein bisschen unangenehm, aber Sie können so deutlich spüren, wann Sie die Mitte gefunden haben. Da. Und wenn ich die Mitte meiner Sitzbeinhöcker gefunden habe, möchte ich meine Füße noch balancieren. Dazu nehmen Sie bitte mal einen Fuß und legen das Bein übers andere und klopfen Sie mit Ihren Fingerkuppen einmal Ihre Fußsohle ab, bis Sie an den Hacken kommen und zurück. Und es gibt einen Punkt an Ihrem Fuß, der sich anders anhört und der sich anders anfühlt. Denn nur, wenn wir auf unserem Pferd in Balance und beweglich sind, fühlen wir unser Pferd so, dass wir das Timing für die exakte Hilfengebung haben. Hier sehen Sie eine Reiterin, die noch nicht in Balance sitzt. Beginnen wir bei den Füßen. Die Unterschenkel liegen deutlich zu weit vorne, was durch die heruntergedrückten Fersen zustande kommt. Als Folge sind die Knie- und Hüftgelenke blockiert und die Bewegung des Pferdes kann so durch die Reiterin nicht hindurchlaufen. Ebenfalls ist bei der Reiterin ein deutliches Hohlkreuz zu beobachten, welches es unmöglich macht, auf den Sitzbeinhöckern mittig zu sitzen, sondern die Sitzbeinhöcker zeigen klar nach hinten. Das führt dazu, dass die Schultern steif und die Ellbogen und Handgelenke nicht ausreichend beweglich sind. Eine weiche und gleichbleibende Anlehnung des Zügels wird dadurch extrem erschwert. Nun betrachten wir das Pferd.
Der Rücken des Pferdes muss beweglich sein. Er muss schwingen und sich nach oben aufwölben, um das Reitergewicht besser tragen zu können. Nur dann wird es möglich, dass die Hinterbeine unter den Schwerpunkt treten. Bei diesem Pferd können Sie klar erkennen, wie es den Rücken wegdrückt und genauso wie die Reiterin ein Hohlkreuz macht. Und da gibt es auch eine sehr nette Übung, die Sie allein machen können. Wir nehmen den Fuß noch einmal heraus. Melinda, ich falte das Bein ein. Hier ist ein Marionettenfädchen von der Ferse und hier ist ein Marionettenfädchen von der Spitze. Ich halte den Steigbügel und du fädelst deinen Fuß in den Steigbügel ein am Balancepunkt. Okay. Ich lockere noch einmal das Hüftgelenk. Ich gebe dem Bein noch einmal die Idee, wo es unter das Becken kommt, weil das ist das alte Muster und das ist das neue Muster. Und es ist ganz schwierig für uns, die alten Muster aufzugeben und sofort in die neuen Muster zu kommen. Das dauert etwas. Jetzt tappe ich unter dem Fuß. Das nennen wir das Erden. Das bedeutet, ich gebe dem Fuß die Information oder die Idee, dass dieses der neue Fußboden ist, als wenn der Reiter auf dem Boden stände. Deswegen heißt das Erden. Dazu setzen wir uns noch einmal auf unseren Stuhl. Unsere Beine schulterbreit auseinander, im rechten Winkel die Füße nach unten zum Boden und die Sitzbeinhöcker schön auf ihrer Mitte platziert, wie wir das eben schon gemacht haben. Und jetzt beobachten Sie mal sich selber, wie weit atmen Sie gerade? Wie weit fließt Ihr Atem? Bis hier? Die meisten Menschen atmen flach. Jetzt legen Sie bitte eine Hand auf Ihren Brustkorb und ganz bewusst atmen Sie nur flach in den Brustkorb hinein. Genau wie die Reiterin atmet auch das Pferd flach. Jetzt beginnt die Reiterin tief zu atmen, das heißt in den Bauch hinein. Und was passiert beim Pferd? Es beginnt im Rücken zu schwingen, senkt den Kopf in Richtung vorwärts-abwärts, tritt weiter unter und schnaubt. Genau wie die Reiterin atmet es nun auch tiefer. Und durch die tiefe Atmung sitzt die Reiterin deutlich besser in Balance als zu Beginn. Meinen Sie, das sind sanfte Augen? Oder eher das? Sie haben recht. Das erste waren keine sanften Augen, das sind die sogenannten harten Augen, wie wir das im Centered Riding nennen. Harte Augen sind Augen, die einen Gegenstand, wie zum Beispiel die Pferdeohren oder den Weg vor dem Pferd oder einen Gegenstand weit hinten im Gelände oder in der Halle fixieren. Das heißt fokussieren, wirklich darauf hinstarren, sich völlig auf diesen Punkt konzentrieren und nichts anderes links oder rechts wahrnehmen. Sanfte Augen hingegen, so wie wir sie nennen, oder allumfassend blickende Augen, sehen diesen Gegenstand ganz genau. Man schaut dorthin, aber man nimmt alles rundherum auch wahr. Sämtliche Sinne sind geschärft. Sie können sich zum Beispiel vorstellen, Sie hätten Ihre Augen hinten am Schädel und schauen von hinten, von dem hinteren Schädel nach vorne durch und haben ein absolut erweitertes Blickfeld. Sie können das selber einmal ausprobieren, indem dass Sie zu Hause an der Wand gegenüber einen Gegenstand fixieren, wirklich hinstarren, Ihre beiden Hände einmal oben an die Stirn und unten zum Kinn bringen und Sie fixieren wirklich den Gegenstand, so wie ich jetzt die Kamera fixiere. Und jetzt bewegen Sie Ihre Finger und Sie starren und starren und starren und Sie können Ihre Finger nicht wahrnehmen. Wenn Sie jetzt sanfte Augen machen, sehen Sie immer noch Ihren Gegenstand, Sie sehen aber auch die sich bewegenden Finger. Die Hände bewegen sich voneinander weg. Sie können immer noch die sich bewegenden Finger wahrnehmen. Sie sehen immer noch den Gegenstand, aber immer noch sehe ich meine Finger und Sie sicherlich auch. Dasselbe können Sie nochmal machen, wenn Sie wieder Ihren Gegenstand anschauen. Wir kennen alle das Gefühl, wenn wir verliebt sind. Und wo haben wir unsere Schmetterlinge? In der Nasenspitze? Natürlich nicht, sondern im Bauch. Und wenn wir richtig zornig sind, wo entsteht das Gefühl? Natürlich auch im Bauch. Wir setzen uns auf unsere Sitzbeinhöcker, unsere Beine schulterbreit auseinander, im rechten Winkel zum Boden.
Dann nehmen wir eine Hand, den Daumen zum Bauchnabel, die Hand nach unten an den Bauch und die andere Hand mit dem Handrücken gegenüber der vorderen Hand. Und jetzt stellen wir uns eine kleine Kugel vor und diese Kugel läuft von ihrer vorderen Hand zu ihrer hinteren Hand durch ihren Körper und sie rollt von der hinteren Hand nach vorne und sie rollt wieder nach hinten und sie rollt wieder nach vorn. Und jetzt lassen Sie diese kleine Kugel ganz, ganz langsam laufen und bevor die Kugel die Wirbelsäule passiert, lassen Sie sie nach tief unten in ein Nest sinken. Da fühlt sie sich sehr wohl, da wohnt unsere kleine Kugel. Ich hoffe, dass diese DVD Ihnen einiges erklären konnte und Sie Lust haben, sich mit Standard Riding weiter auseinanderzusetzen. Eines kann ich Ihnen sagen, Standard Riding hat mein ganzes Leben verändert. Denn diese Prinzipien waren nicht nur für meinen reiterlichen Werdegang von Vorteil. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Die Kontaktdaten sind am Ende dieser DVD eingeblendet. Tschüss!